Ja, eigentlich wollte ich mich setzen, um den Show abzuwarten. Eigentlich. Leidensgenossen. Sowas tröstet irgendwie. Immer ist noch hell. Jetzt wieder alles grau in grau. Ich mag's trotzdem. Ich krieg noch kalte Füße her. Kalte Ohren habe ich schon. Wie ging das nochmal mit dem Schneeballsystem? Gehüpft wie gesprungen, selbst die Rehe gehen in Deckung. Ja, das Reh meinte ich nicht. Puh, ab in den Wald. Schranke offen, alles fest. Den Rautenweg checken wir uns. Da ist es nass heute. Der Regen ist nach. Da ist sogar ein heller Fleck. Irgendwo muss da auch die Sonne sein. Der Weg ist schäbig. Aber hier bin ich wenigstens am schnellsten. Wieder in den Wald. Es geht Richtung Funkenhausen. Funken haben wir schon. Sieht man bloß nicht. Steine. Das macht wieder mal sehr neugierig. Links oben eine Ecke am Abdrücker. Allerfeinster Schlamm. Sieht aus wie Kratzer. Getreidekörner, würde ich fast sagen. Ja, es ist immer so schön bei mir. Ich nehm's mal mit. Ja, jetzt oben ist jetzt gleich die Wolfskuhle. Ich glaube, das ist hier der Schleichweg, aber viel zu nass durch das Fahren. Ja. Ich glaube, ich bleib hier unten und guck mal nach dem kleinen, aber feinen Bergwerk. Mit der Halde Richtung Imkerbach ist das ja. Ja, nicht viel los, ja. Es tropft, tropft, tropft. Dass man hier im Winter erst Holz gefällt hat, hört kaum noch auf. Es regnet, die Erde wird wieder nass. Aber es kann auch Vorteile haben. Steinschichtung. Abbrechende Steine. Schön kantig. Rostbraun. Noch brauner. Na. Könnte interessant sein. Aber weiß ich das. Das kann doch einen immer nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Dann brauchen wir auch keinen Notrufpunkt. Schuridum, Schuridum. Ja. Also jetzt da durch diese Wälder streifen, schenke ich mir dann durch. Bei der Regen gibt einfach keine Ruhe. Badezeug habe ich nicht mit.
tiefer, geht auch tiefer. In der Hoffnung, dass da unten ein bisschen dichter ist und nicht ganz so durchregnet. Kennen Sie eigentlich die Goldbergfrage? Nein. Der Goldberg liegt in Weringhausen so ziemlich genau gegenüber. Eigentlich heißt er ja Dürmberg. Aber wie wir wissen, haben wir auch dort Bergbauspuren, so wie hier. Das ist zwar nur ein Damm am Hang. Hier der alte Pfad. Jedenfalls hat man auf dem Goldberg wohl Schächte angelegt. Und, so will die Sage, ist auf Gold gestoßen. Was macht man, wenn man Gold findet? Man will es haben. Also gräbt man sich tiefer, macht Schächte und Halden, eine Halde wie hier. Oder ähnlich wie die Pinken auch im Bergbaugebiet, ja, im Kohlenbergbaugebiet bei Sischede, wo die Kohlenbahn hinfuhr. Man tut Seile runter, hängt da Eimer dran, baut Häuschen, so wie hier das Fundament, viereckig, quadratisch noch zu erkennen. Und ja, macht sich ans Werk, haut das Zeug los. Und die Sage geht, man durfte die reichen Gaben, die die Zwerge preisgaben, nur schweigend ans Licht holen. Das wussten die alten Bergleute natürlich. Und so gingen sie schweigend zu Werk. Wir haben dann so einen Transportbehälter, Wiege nannte man das wohl, fertig gemacht, zog es Schritt für Schritt nach oben, bis zur letzten Stückchen Schachtausgang. Und da wartete der Mann, der das Zeug nach oben gebracht hatte, auf den Kollegen, der da oben mit der Winde zu Werke gehen sollte. Und er ließ sich nicht blicken. Das tat der gute Mann, rief, hiv an! Und was war? Die Erde rutschte, der Schacht ging zu, das Gold rutschte runter und der Typ fuhr hinterher. Was lernen wir aus der Geschichte? Wir wissen jetzt, warum der Dürmberg Goldberg heißt. Weil wir wissen, da ist Gold unten. Nehmen wir mal die Abkürzung her. Ist nicht ganz so zugewachsen. Und wenn sich irgendwelche Investoren finden, kann man ja mal gucken, ob man den Schacht noch aufkriegt. Aber ja, ich bin in Funkenhausener Bachtal, sogenannten, angekommen. Davor der Staudeich, der durchbrochene mit dem Durchbruch. Ein Stückchen weiter links ist die Brücke. Da gehe ich jetzt langsam aber sicher zurück. Weil ich bin schon ein bisschen klamm. Da ist auch was abgerutscht. Ob hier auch jemand laut hiv an gerufen hatte, dass ins Rutschen kam.
Wer weiß. Ja, bis hierhin habe ich es dann doch noch geschafft. Der Weg war einfach besser. Huhu, da hinten war ich kein Hemd. Schlagen wir uns gleich links in die Büsche. Bei Aussicht von hier ist Fehlanzeige. Ja, zu guter Letzt bin ich doch noch auf dem Rautenweg gelandet. Rautenweg. Sonne scheint, trotz regnerischen Tropfenklangs, bin Richtung Impfviersen am unterwegs. Hab noch einen Kantensonne erwischt. Da oben irgendwo. Schon wieder bedeckt. So kann ich noch ein bisschen abdampfen. Bevor dann die nächsten Schwattenwolken kommen. Wenn ich jetzt keinen Rehmer hier sehe zum Äsen, sage ich dann für heute Tschüss.